Guten Morgen aus Scharbeutz. Dort hinten die Fahnen an dem Steg, seht ihr ja, da habe ich gestern ja aufgehört. Und jetzt geht's heute hier weiter. Ich stehe gerade auf dieser Fußgängerbrücke, die von dem Wohngebiet oben, wo man kostenlos parken kann, runterführt Richtung Strand. Und werde mich heute auf den Weg Richtung Travemünde begeben. Also ungefähr da, wo man dieses Hochhaus sieht. Es ist noch recht frisch. Ich habe meine Windjacke an, kurze Hose geht. Aber am Oberkörper ist es sonst definitiv zu kalt. Wir haben 7:30. Die ersten kommen aus dem Wasser. Aber mit dem Wind ist mir das definitiv zu kalt. Das Wasser ist ganz okay. Aber wie gesagt, wenn man dann rauskommt, ist es wieder echt frisch. Hat sogar jemand am Strand gezeltet. Also wenn der Wind hier nicht wäre, wäre es echt perfekt. Ist noch ein bisschen frisch, aber das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Ansonsten einfach klasse. Ich habe jetzt gerade gesehen, da vorne steht auch ein Bulli. Da kann man auch ab 19 Uhr kostenlos stehen. Also direkt erste Reihe Strand. Mal schauen, ob ich das heute Nacht mache. Andererseits ist es natürlich auch wieder wesentlich lauter, wenn es windig wird. Und die Hauptstraße daneben. Deswegen mal überlegen. Weil die letzte Nacht jetzt auf dem Platz, wo ich stand, in Sirksdorf, das war wirklich sehr gut. Das finde ich auch immer sehr schön, dass selbst diese Touristenhäuschen mit diesen doch sehr aufwendig und teuren Reetdachdächern gemacht sind. Jetzt geht es hier so einen schönen Schotter-Sandweg entlang. Wie gesagt, linke Hand immer das Meer, aber hier rechts auch so diese verschiedenen kleinen Häuschen. Mal kleiner, mal größer. Muss man manchmal gar nicht viel sagen. Hier musste ich gerade noch mal kurz anhalten und wenden. Das ist eine Giraffengans. Laut dem Künstler Sven Backstein. Giraffengans Seraphim. Sachen gibt's. Timmendorfer Strand. So, erste Zwischenziel erreicht. Was hier schön ist, da ist draußen so eine Wasserspielanlage. Bestimmt spaßig, wenn man so mit den Kindern unterwegs ist. Ansonsten, Timmendorfer Strand ist ja auch alles wieder ein bisschen kostspieliger. Dass die hier auf großem Fuß leben, sieht man hier, glaube ich, ganz gut. Kleiner Spaß am Rande. Anja S. Kunst in der Trinkkurhalle. Trinkkur hört sich doch schon mal gut an. Und was ich interessanter fand, ist, dass hier unten wohl gerade so ein Künstler-Workshop stattfindet und die ganzen Sachen draußen aufgehangen sind. Ansonsten ist, glaube ich, diese Ausstellung hier mal ganz sehenswert. Sind ein paar witzige Sachen drin. Ansonsten hier noch so eine schöne Brunnenanlage mit dem U-Boot, was da hinten auftaucht. Ich zoome das Ganze mal, weil ich da jetzt nicht rüber möchte. Ich muss hier so viele Stufen runter. Deswegen nur ein Zoombild. Auch mal eben von dem Deich oder der Wasseranlage. Da sehen die Skulpturen ganz gut aus in der Mitte, das sind so Seepferdchen. Ja, ansonsten geht es jetzt wieder zurück auf den Radweg. Also hier Timmendorfer Strand ist das Angebot natürlich riesig. Hier ist dieses Sea Life und ja, Einkaufsmöglichkeiten in rauen Mengen. Alles, was man nicht unbedingt braucht, aber was auch mal interessant ist, wenn man einen Schlechtwettertag hat.
Ansonsten geht es immer weiter hier schön in dieser Allee, nenne ich es mal. Oh, hier gibt es Frühsport. Ja, dort auf der Seebrücke ist am Ende ein Café oder Bar-Restaurant. Ich war noch nicht drauf, deswegen kann ich nicht ganz genau sagen. Aber so vom Stil her mal was ganz anderes. Das Dach sieht eher aus wie in Asien. Ist wahrscheinlich aufgrund des Windes hier so gemacht, dass es nicht so eine große Angriffsfläche hat. Aber es sieht toll aus. Ich hoffe, man erkennt das jetzt mit den Spiegelungen. Eventuell füge ich auch ein Foto ein, wenn das so nichts wird. Aber klasse. Also was ich vorhin sagte mit diesem schönen Haus hier auf dem Steg, das ist das Mikado Teehaus. Aber wie ihr dort auf dem Schild seht, das Mitführen und Abstellen von Fahrrädern ist nicht gestattet. Das heißt, dann lassen wir das halt mal ausfallen. Ne? Jetzt habe ich gedacht, da setzt man sich schön hin, trinkt ein Käffchen. Aber war wohl nicht. Irgendein anderer will das Geld für Kaffee schon haben. Also geht's weiter in die Richtung. Also ich will euch hier nicht mit Architektur und Gärten langweilen. Aber hier ist mal einer so im japanischen, asiatischen Stil. Bei dem hinteren Haus sogar die geschwungenen Geländer. So eigentlich. Dankeschön. Ja, jetzt sagte man mir gerade, von vorne die Ansicht würde sich auch lohnen. Dann fahre ich doch gleich einmal rum. Naja, von vorne ist auch ganz nett, aber von hinten gefiel mir besser. Dort ist der erste kleine Hafen des Tages zu sehen. Was mich mehr interessiert, von da aus geht so eine kleine Landzunge ins Wasser. Da würde ich gerne hinkommen. Diese kleinen Ecken finde ich auch immer besonders schön. Da geht es so halbwegs durchs Unterholz. Mal reines Pinienwäldchen, mal Mischwald oder Laubwald. Wobei Wäldchen, Wald ist es ja nicht. Dafür ist die Fläche ein bisschen klein. Aber sehr schön gemacht hier. Ja, da endete der Weg dann. Muss ich doch noch einmal andersrum versuchen. Aber das sollte auch kein Problem sein. Also ich finde, so ein kleiner Hafen hat auch irgendwie was. Hier gibt es frischen Fisch aus der Hafenräucherei. Die ein oder andere schicke Yacht. Motor, sagt Segeljacht. Alles dabei. Also langweilig wird es hier nie auf solchen Touren. Und hier an den Buden bieten die einzelnen Kleinfischer direkt ihre gefangenen Fische an. Hier kann man diverse Objekte so vom Kunsthandwerk erwerben. Jetzt gerade hier von dem Steinmetz oder Bildhauer waren nur noch andere Angebote. Hier ist jetzt der kleine Hafen von der anderen Seite. Und so wie ich das sehe, geht da oben der Weg her zu dieser kleinen Landzunge. Ja, auf dem Steg angekommen bin ich. Es ist ordentlich windig. War ja nicht anders zu erwarten. Ich halte das Mikro jetzt gerade mal so ein bisschen zu. Ich hoffe, das geht trotz allem. Hier sieht man jetzt die Strecke schön, wo ich hergekommen bin. Da kommt der Timmendorfer Strand überall gut ins Bild. Und hier bin ich dann längst gekommen. Und da drüben beginnt ein Freistrand. Ich nehme an, dass der ohne Kurtaxe oder irgendwie sowas ist. Weil anders könnte ich mir diese Bezeichnung ja nicht erklären.
Und jetzt geht's da lang. Wenn ihr auch mal hier seid und auf diesen Steg wollt, also bei diesem kleinen Yachthafen hinter der Everswerft, ist das alte Zollhaus, was ihr hier vor mir seht. Und da lang oder rechts daneben vorbei, wenn er davor steht, da geht's auf diesen Steg. Und hier links zu dem Freistrand, den ich vorhin erwähnt habe. Also man fährt hier auf so einer klasse Promenade schon, ja, gefühlt eine Ewigkeit. Aber die ist echt klasse. Überall diese kleinen Möglichkeiten für ein Frühstück oder einen Kaffee. Und immer wieder so kleine oder größere Seebrücken. Und wenn ich da mit dem Fahrrad drauf darf, werde ich da auch wieder drauf gehen. Nein, ich werde nicht drauf gehen oder fahren, weil in Niendorf Radfahrer auf der Seebrücke nicht erwünscht sind. Aber ist dann so. Hier in Niendorf hat der Klaus aus Herford mit seinem Berlingo Zwischenstopp gemacht auf dem Rückweg. Den habe ich in Grömitz kennengelernt. Falls du das Video siehst, weil du ja sagtest, du guckst auch viele Videos. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sowas mache. Aber dann fühle ich hiermit gegrüßt, Klaus aus Herford mit dem Berlingo. Und danke für den Kaffee nochmal. Jetzt geht's hölzern weiter. Ob das richtig ist, weil da hinten steht schon wieder Radfahrer verboten. Ich schaue erstmal. Ich bin jetzt hier gerade runtergekommen, um den Radweg wieder zu suchen. Da vorne steht ein Schild und hier geht es jetzt runter über diese Holzstege. Ist auch mal wieder was anderes. Jetzt habe ich im Grunde das Stück, wo man die Treppen sieht, da hinten umfahren. Hätte ich aber aufs Fahrrad eben rüberheben können und dann hier den Holzsteg komplett lang. Aber macht nichts. Und so sieht es nach dieser Holzpassage aus. Als wenn nie irgendwo eine Stadt gewesen wäre. Und was noch schöner ist, hier ist so ein kleines Steilufer. Das Ganze hier nennt sich Hermannshöhe. Entlang von dieser Steilküste. Immer wieder so schöne kleine Ausblicke aufs Meer. Und das hier ist Hermannshöhe. Das belohnt einen dann, wenn man vom Timmendorfer Strand Richtung Lübeck fährt. Hier sieht man das Ganze einmal richtig schön. So rau die Küste und so schön. Auf dem Radwegschild stand jetzt der nächste Ort, 38 Kilometer. Schauen wir mal. Ich bin ein bisschen kritisch, weil meine Kette ganz merkwürdig anfängt zu knacken. Und ja, das muss jetzt eigentlich nicht sein. Aber wie ihr sehen könnt, das Zeug leidet hier natürlich auch in dem Dreck extrem. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich es vielleicht erst einmal zurückfahre und mal sauber mache. Oder es einfach drauf anlege. Mal sehen. Habe ich mich gerade schon ein Stück auf Rückweg begeben. Habe dann in Niendorf aber ein Schild gesehen, Radweg Travemünde. Und werde den jetzt dann weiterfahren. Also hier geht es gleich wieder links rein zu der Hermannshöhe. Den Weg, den ich vorhin schon komplett gefahren bin. Bin jetzt einmal im Kreis gefahren. Nicht so dramatisch. War auf jeden Fall schöner als hier direkt an der Bundesstraße. Dann weiß ich ja, wo ich zurückherfahren kann. Nehme ich den Weg Hermannshöhe.
Hier stellt sich mir jetzt die Frage, fahre ich Richtung Travemünde Strand, Travemünde Kur oder Travemünde Altstadt? Es werden überall nur die Parkplätze ausgewiesen. Ich denke mir mal, wenn ich zum Strand runterfahre, dann müsste der auch einen Weg geben Richtung Travemünde, oder? Ach, ich fahre einen weiter. Ist besser. Ja, jetzt bin ich schon im Ortsteil Greversdorf, was zu Lübeck gehört. Parken Travemünde rechts. Aber ich will ja eigentlich nach Travemünde radeln. Da kommen noch mal Schilder. Richtung Altstadt. Das nehme ich doch mal. Wie ihr sehen könnt, Lübeck. Und da vorne geht's links rein Richtung Kurgebiet Maritim. Oder Prival Altstadt. Ich glaube Kurgebiet erstmal. Ja, wenn man hier runterkommt, das ist der Vorteil, wenn man Richtung Kurgebiet fährt. Da sind meistens auch diese schönen Parks. Ja, Travemünde angekommen. Das Merkwürdige ist jetzt hier, es ist nahezu windstill. Ob das an dieser extremen Buchtlage liegt oder ich einfach nur gerade Glück habe, ich weiß es nicht. Aber es ist schön. Jetzt werde ich hier die Promenade mal runterfahren und dann sehen, wo es da weitergeht. Allzu lange werde ich hier nicht mehr fahren, weil ich ja wie gesagt den Weg auch zurück muss und da wahrscheinlich einen anderen Rückweg wählen werde. So ein bisschen durch die Ortschaften und nicht genau weiß, wie lang das ist. Da wäre es jetzt eigentlich doch schön, Zelt und Schlafsack beizuhaben. Dass man einfach da, wo man ist, bleibt. Aber das hat Vor- und Nachteile. Dafür ist der Bulli im Grunde der pure Luxus zum Übernachten. Hier die Villa Mare. Da sagt der Name schon alles. Und hier ist das Hotel Atlantik. Auch recht beeindruckend. Ein kleines Wasserspiel an der Promenade. Dort ist das alte Kurhaus mit Anbau zu sehen und der Kurpark für die Veranstaltungen. Ja, und so sieht wohl makellos gefegter, gekehrter, gehakter Strand aus. Mal sehen, ob ich zu dem Leuchtturm da vorne mit dem Fahrrad darf. Kein Verbotsschild für Radfahrer, nur schwimmen darf man hier nicht. Da sind schon die Piraten am Kämpfen. Ist doch klasse, wie sich das hier rumschlägt. Und in die Richtung ist der Hafen mit dem Schulschiff Passat, was wahrscheinlich jeder kennt. Da machen wir gleich auch noch einen Schlenker. Gegenüber die Strände wieder. Ja, Gabi? Ja, hallo. Wenn wir so ankommen. Klasse, wenn man da so drauf zufährt. Und die Möwe hört sich an wie ein Hahn. Hier fährt, glaube ich, gerade so ein kleines Lotsenschiff raus. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Aber es macht so den Anschein. Einmal der Blick Richtung Hafen. Da kommt auch gerade ein etwas größeres Segelschiff, glaube ich. Ist noch ein bisschen weit weg. Mal schauen. Ja, das Maritimhotel. Klassischer Klotz. Muss man nicht haben, aber ist halt da. Und da ein Blick zum Strand. Und hier in der Spitze beim Leuchtturm ist schon wieder wesentlich windiger. Ja, jetzt bin ich in Travemünde. Und das heißt, dass ich spätestens morgen dann wieder weiterfahren werde in einen Ort, der ja, irgendwo hinter Travemünde dann liegt, in östliche Richtung, glaube ich. Und da dann die nächste Tour starten werde.
Aber jetzt fahren wir erstmal zum Hafen rein. Also ich werde jetzt hier mal einen Moment warten, bis dieses große Segelschiff rauskommt. Geben sich hier gegenseitig irgendwelche Signale, wo ich ja gar keine Ahnung von habe. Aber hört sich toll an. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit die Kamera laufen lassen, sondern warte, bis die hier sind und filme dann weiter. Ja, jetzt ist es langsam auf meiner Höhe. Ich zoome das Ganze auch mal ein bisschen. Also hier findet gerade auch so ein Shanti-Fest statt und auf diesem Bild waren auch Schiffe abgebildet. Ich nehme an, dass das da irgendwas mit zu tun hat. Ich dachte, Shanten wäre was um Kreis rumhüpfen und irgendwelche Lieder singen, aber das hat wohl auch was mit Schiffen zu tun. Auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, so großes Holzboot. Holzschiff. Allerdings sieht man auch oben in diesem Aussichtskorb an den mittleren Masten, da dreht sich noch ein elektronisches Radar. Also wahrscheinlich Hülle alt und innen super Technik. Aber trotzdem sehr schön. Ach, da war mir ein bisschen böse schön worden. Schlimm mit mir. Ja, und wie gesagt, hier das Schulschiff Passat nochmal. Jetzt das Ganze ein bisschen sehr gezoomt, sehe ich gerade. Ja, so ist es original. Und hinter mir geht gerade die Musik los. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Hier am Hafen riecht es überall lecker nach dem frischen Fisch, der überall ja, gebraten, frittiert, gebacken wird oder sonst was. Und es gibt nirgends glutenfreien, außer den Matjes. Aber der Duft ist einmalig. Ja, jetzt ist mir klar, Shanti Festival Travemünde, da geht es darum, dass hier diese verschiedenen Gruppen auftreten und ihren Gesang vortragen. Nicht meins, aber nette Veranstaltung. Also wenn man oberhalb der Promenade Richtung Timmendorfer Strand zurückfährt, fährt man hier auch durch so, ja, wie soll ich es nennen? Ist ja keine richtige Allee, aber ist schon angenehmer als der Gegenwind direkt an der Küste, der mich jetzt ja mehr oder weniger auf dem ganzen Weg erwartet. Ist auch schon Mittag mittlerweile. Ich werde gleich mal irgendwo anhalten. An einem Supermarkt meiner Wahl. Und irgendwas Nahrhaftes holen. Ja, hier von Lübeck raus, oder von Travemünde aus besser gesagt, geht es schön oben am Steilufer entlang. Durch dieses Waldstück. Ist jetzt so in der Mittagszeit sehr angenehm. Was so die Temperatur angeht, ein bisschen Schatten schadet auch nicht. Ich habe heute Morgen die Sonnencreme vergessen. Und jetzt erstmal bis Timmendorfer Strand zurück. Ja, und ab hier kennt ihr den Rückweg, beziehungsweise das war ja auch der Hinweg. Daher werde ich mich jetzt wieder mit diesen wunderschönen Bildern verabschieden. Wir sehen und hören uns immer. Ja, jetzt war beim Verabschieden der Akku gerade leer. Daher wiederhole ich mich jetzt vielleicht, aber macht's gut. Euer Markus und Monty.